H.A. Schult Museum in Essen. Der Hausherr bestimmt, wer rein darf. Tele 5 durfte und der Meister der groß angelegten Inszenierung gewährte uns einen Einblick in sein Œuvre, bei dem neben dem Müll das Auto ein zentrales Thema ist. Der Ausdruck meiner Kunst ist die Mobilität. Ausdruck unserer Zeit ist das Auto. Das Auto hat uns Freiheit und Unfreiheit gleichermaßen gegeben. In diesem Raum hier ist es zu Stein geworden. Schult, der sich über seinen richtigen Vornamen ausschweigt, liebt abseitige Schauplätze. In seiner Zweitheimat New York bat er die High Society zum Picknick in eine Lagerhalle nach Harlem und er ließ 1987 die Piazza San Marco in Venedig, den Salon Europas, wie Napoleon sie nannte, mit Zeitungspapier verunstalten. Kunst ist an jedem Ort im Schult-Museum. Schatz, möchtest du nicht auch was sagen? Vielleicht ich sag in meiner Küche was, Liebling. Ah, da lass du die rein in deine Küche. Er hat mich mit seinem Charme überredet. Ah, der hat ja schon eine Tasse gekriegt. Weil die Küche ist so schön und die ist gut für die Sendung. Seine extravagante Frau Elke Koska, die noch kein Fremder ohne ihr typisches Outfit gesehen hat, organisiert seine Ideen. Beide sind ein eingespieltes Team. Um sich seine Visionen leisten zu können, lässt er sich gerne sponsern. Eine international praktizierte Methode erfolgreicher Künstler, die nur in Deutschland auf stirnrunzelnde Kritik stößt. Ich bin Champagner-Künstler. Jedenfalls bewegt er sich in Champagner-konsumierenden Kreisen, zu beiderseitigem Vorteil. Er verschafft den Herrschaften ein angenehmes Kribbeln und sie verwöhnen ihn mit guter Zahlungsmoral. Hier lässt die Autozeitung eine Feier von Schult inszenieren. Da, wo es den Menschen gut geht, gibt es Müll. Der Müll ist die Kehrseite des Konsums. Auf den anderen Kontinent übertragen, auf die USA, ist der Müll der Ausdruck von New York, die Kehrseite des Konsums. Da, wo die hungrigen Mäuler der Müllbarken warten, um all das, was die Stadt täglich ausscheidet, zu verdauen und auf das größte Müllfeld der Erde, Staten Island, zu schicken, da hat der Konsum die Pyramiden der Gegenwart gebaut. Die Pyramiden der Gegenwart sind die Müllberge, die wir uns geschaffen haben. I have heard among this class. Zwischen Lachs und Perlhuhnbrust verleiht die Autozeitung Preise an die Autoindustrie. Die Party findet auf einem Kölner Güterbahnhof statt. Abendgarderobe erbeten. Gerne fröstelt man für das Privileg, dabei zu sein. Schuld ist en vogue. Wie hält es die Gemahlin mit dem Wirbelwind aus? Wir sind ja zwei gleich starke Persönlichkeiten. Nur deshalb funktioniert ja unsere Beziehung sehr gut, weil wenn ich schwächer wäre, würde Schuld mich natürlich total unterdrücken. Das gelingt ihm nicht. Und wir haben ja nun auch eine Arbeitsteilung in unserer Beziehung. Ich bin die Muse. Das heißt, ich beflügel seine Kreativität und zudem setze ich eben seine Kreativität in die Realisation um. Der Schuld hat die Ideen, beispielsweise das Brandenburger Tor oder Berliner Mauer in New York zu bauen. Und ich fange dann an, das zu organisieren und mache die Finanzierung und sorge dafür, dass seine Ideen eben Wirklichkeit werden. Zu diesen Ideen gehört es, dass sich die Bilder im Kopf zusammensetzen. Collagen aus Realität und Inszenierung. Schulds Aktionen sind erlebte Bilder. Seinen Kritikern muten sie als banales Blendertum an. Thank you, I am. Drink up, Jim. Autos haben eine faszinierende Ausdruck, einen faszinierenden Ausdruck der Mobilität. Dieses Jahrhundert war das Jahrhundert der Mobilität. Eine Vorstellung, die in keinem anderen Jahrhundert überhaupt nur gedacht werden konnte, hat sich in unserer Zeit erfüllt. Und die Künstler haben das Automobil durch alle Epochen der Kunst dieses Jahrhunderts begleitet.